1, 2, 3. Hallo, liebe Zenein. Hahaha, war das jetzt wieder lustig. Boah, Junge, dafür müsstest du mir jetzt eigentlich eine klatschen, weil das war so schlecht. So, okay, der war aber geil jetzt hier. Einfach mal. Hat er das gesehen? Boah, Zeitlupe, ich schneide das Ding. Ihr wisst gerade, was aus der Nase gefallen ist. Mit der Pfeife, mit der Flüssigkeit. Trotzdem, versuche ich ranzusuchen für euch und dann finde ich das. Willkommen im Bunker und im Wasteland. Genau. Das wird heute gespielt. Jetzt seht ihr das auch endlich mal hier so, ne? Regelbuch ist da. Genau. Mega. Fett, hart, kann man. Zeig doch mal. Zeigen? Zeig mal. Wir sind ja froh, dass wir es jetzt haben. Hat ja auch ewig gedauert, bis das mal da... Ja, und das Lustige ist, das ist immer noch nicht das vom Kickstarter, was ich gebackt habe, sondern... Genau, ich habe es einfach so gekauft und bin schneller als Daddy mit dem Kickstarter. Weil da irgendwas durcheinander gekommen ist oder so, keine Ahnung. Vollfarbig und recht groß. Also man kann das super geil lesen, weil Schrift groß und so, das ist schon gar nicht verkehrt. Ja, mega. Steht alles drin und wird wahrscheinlich auch wesentlich leichter, hier immer mal nachzugucken, weil es immer in dem iPad, ey, immer auf die eine Seite, dann schieb, 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 dann wieder ein bisschen zu weit, boah, hinher. Voll schieb kacke. Heißt auch billig. Oh ja, very good. Ja, wir haben ja gesagt, wir haben wieder Bock zu zocken und so und wir haben Bock zu zocken. Und der Bro hat mich heute Morgen abgeholt, voll geil zur Arbeit gefahren und währenddessen, weil wir da gedacht haben, okay, er holt mich ab, ein Auto, geil, arbeiten, also ich arbeite, er macht da irgendwas, dann zurückfahren und dann sofort im Bunker. Und ab geht's und zocken. So, ja, wir wollten aber erst was basteln, malen, aber haben wir so... Nee, auf der Fahrt schon so, eigentlich nicht. Genau. Ne? Ja. Und wir hatten auch direkt schon eine geile Idee für eine Mission, für ein Szenario. Wir spielen heute, also wir sind nach wie vor nicht in einer fetten Kampagne oder so, wie da die läuft, aber wir haben ein richtig geiles Szenario und wir haben auch ein paar Charaktere, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt, also alte Bekannte. Und Szenarionamen haben wir auch. Es ist nämlich das Schlachthaus des Grauens. Des Grauens, genau. Nochmal zusammen, also, dann kommt es vielleicht gruseliger. Ja, ja, klar. Ist auch total, so. Ne, so. Okay, das. Ja. Mit das. Ja. 1, 2, 3. Hallo, liebe Zenein. Hahaha, war das jetzt wieder lustig. Boah, Junge, dafür müsstest du mir jetzt eigentlich eine klatschen, weil das war so schlecht. So, okay, der war aber geil jetzt hier. Einfach mal. Hat er das gesehen? Boah, Zeitlupe, ich schneide das Ding. Ihr wisst gerade, was aus der Nase gefallen ist. Hier mit der Pfeife, mit der Flüssigkeit. Trotzdem, versuche ich ranzusummen für euch und dann fliege ich dazu. Okay. Oder? Das wird wieder geil mit dem Ranzoom. So ganz. 1, 2, 3. Schlachthaus des Grauens. Wir sagten gerade das Schlachthaus des Grauens. Okay, 1, 2, 3. Das Schlachthaus des Grauens. So, ich glaube, ihr habt euch jetzt schon eingekackt. Also ich hätte es, wenn ich das Video gucken würde, ich hätte jetzt schon echt Angst. Ich glaube, deshalb gehen ja die Abonnentenzahlen vielleicht auch runter. Nein, die gehen nicht runter, die werden explodieren. So, aber so ist, lass doch mal hier Thema, ja beim Thema bleiben. Ist ja gut. Das muss diesmal auch wieder mal, ja, das letzte, was wir gezockt haben, das war eigentlich ein kleines Game, aber irgendwie hat das voll lang gedauert. Das war das Game, wo wir die Straße lang sind, zu der Tankstelle war da die Superspinne. War ja auch nur mal einmal, wie so, das war ja wirklich nur Skirmische, einfach nur mal eben, mal Bock was, Kleine, keine Kampagne, geil. Ja.
Jetzt ist das so, war Dellys Idee, fand ich auch mega cool, muss ich eben da reinbringen, dann kannst du weiter hier labern. War das nämlich, normalerweise ist ja immer ein Level, auch beim Szenario oder bei einer Kampagne, und dann kommen ja, wie ihr das vielleicht bei den anderen Spielen schon gesehen habt, die Nummern, wo in die Karten gezogen werden. Also da, wo man 4 Leute von einer Warband ins Wasteland schicken kann. Das sieht man ja nicht, sondern da werden nur Karten gezogen, dann wird erzählt, Geschichte, was ist passiert, auf was trifft der, bla bla, hat er gewonnen, nein, nein, ja, nein, muss man hier würfeln und so. Wir spielen jetzt quasi diese Zwischensequenz, haben wir uns überlegt, ja, weil das geil ist. Genau. Und das ist ja auch immer, das dauert ja, also die sind irgendwie unterwegs, die müssen was looten, vielleicht kriegen die auch einen konkreten Auftrag, gehen mal da hin gucken oder so. Und es ist ein, ja, also die sind unterwegs, die Leute, aber es ist halt was passiert. Und das ist jetzt nicht so leicht zu beschreiben, deswegen, das geht weit über Karte ziehen und kurzen Text lesen hinaus. Es ist grauenhaft. Deshalb auch des Grauens. Genau. Und ja, wir haben auf jeden Fall ein sehr spezielles Szenario heute aufgebaut. Wir spielen tatsächlich mal nur auf 2 Platten. Finde ich auch ganz geil, euch einfach mal... Oh, die 4. Platte ist inzwischen wieder da, das ist sehr gut. Yo. Aber trotzdem, also könnt ihr ja nochmal im anderen Video gucken, warum die vielleicht weg war, so... Auf jeden Fall, sie ist wieder da. Wir haben aber trotzdem gesagt, nee, wir machen mal jetzt nicht hier auf 4 Platten und riesen Warbands, weil wir haben ja nur echt diese paar Typen, die da unterwegs sind. Wir haben 2 Platten nur für euch, aber ihr werdet gleich sehen. Ein Szenario, also ich finde das jetzt schon geil. Deshalb, also jetzt kommt ein Umschnitt mit einer kleinen Vorgeschichte. Wir machen das auch hier auf ganz lustig, also so mit... ja, so ein bisschen wie beim Computerspiel, Mini-Dialoge zwischen den Minis. Also wir versuchen auch hier hörspielmäßig unsere Stimme ein bisschen zu verstellen. Also so ganz auf lustig jetzt gleich alles. Haltet euch fest, Wahnsinn. Wir hatten zuerst noch kurz überlegt, eigentlich hatten wir es nicht, ich sag jetzt einfach, wir hätten das überlegt. So eine, wie auf dem C64, so ein Rollenspiel-Dings, wo immer der Text ist und dann kannst du mal 1-2 klicken und so. Das einzublenden, anstatt euch das alles zu erzählen, aber das wäre viel zu viel Arbeit gewesen. Das ist, ja. Und das wäre auch nicht lustig. Das wäre auch nicht lustig beim Schneiden. So, deswegen jetzt direkt harter Cut hier, Minisequenz, weil wir wollen ja noch nicht so viel verraten, aber das erklärt dann schon mal ein bisschen, worum es hier gleich geht. Und dann sehen wir uns gleich wieder, dann erklären wir nochmal was und dann seht ihr auch hier die Warband. Und, ja, Warband. Ja, und ja. Machen wir einfach. Machen wir das. Einfach machen. Ole. Habe ich jetzt Ole gesagt? Ich wollte eigentlich sagen... Okay. Klar. Ole, ole. Ist ganz schön heiß hier heute. Diese Scheiße hier mit meinem Waffenstand. Keine Sau kommt vorbei. Bin ja irgendwie vor 2 Jahren bin ich ja hier vor meinem Schrottplatz verschoben worden. Da kamen ja hier die Kannibalenfamilien. Oh, nix geht hier. Oh, was will ich denn da am Ende der Straße? Dum di dum di du dum di du. Di 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 di. Oh, der verrückte Professor wieder. Der Professor mit dem Namen Dr. Hans Folter. Oh, was machen Sie denn hier? Ich war im Westen, ich war unterwegs. Aha, ja, wo ist denn hier dein Haustier hier, dieser komische Riesentyp? Ja, der kommt da jetzt gerade. Dum di dum di dum. Ah, nee, nee. Und dann hier so Schleifgeräusche jetzt. Der zieht das ja jetzt so quasi. Oh, was hat denn ihr Haustier dabei? Ja, das habe ich nicht verraten. Die Typen habe ich gefunden und die sind jetzt ohnmächtig in den Säcken und die nehme ich jetzt mit. Du hast mich nicht gesehen. Wo wollen sie denn hin? Ja, in mein geheimes Lager, was ja total gesaved ist, weil ich mir da was überlegt habe. Mit geheimen Sachen und Karten und sowas und Codes und so. Da kommt keiner so schnell rein. Okay. Ja, du hast mich nicht gesehen. Das bricht dich um mit dieser Riesenspritze. Oh, alles klar, okay. Ja, das ist mein Zombie, der tut mir nichts, weil den habe ich angekettet und außerdem mag der nicht. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum.
hängt. Finger weg. Meine Hör vom Chef. Hier draußen habe ich keinen Code. Die Tür ist einfach offen. Warum weiß ich nicht? Ja, weil der auch mal rein muss. Drin. Drin. Auch drin. Oh, Leine los. Leine los, Männer. So. Ja. Ich hoffe, habt ihr jetzt schon mal so ein bisschen verstanden. Ich fand das auch wahnsinnig professionell. Hab ich das gut gemacht? Klar, also ich habe jetzt gedacht, hier wären mindestens 5 Leute. Einer für Soundeffekt, einer für den Dings. Einer für den Professor, Dings. Zombie und war es ein Trop? Man weiß es nicht. Ja, war es ein Trop? Ein wahnsinnig muskulöses Viech halt irgendwie. Ne? Also, das war jetzt Szene Nummer 1. Jetzt stellen wir euch unsere Warband vor. So, jetzt hier auch voll professionell auf dieser umgedrehten Matte vom Tobi. Das ist unsere Warband. Genau. Delly spielt heute die Sally. Und das ist eine Caravan Guard, also eine Karawanenwache, weil es vom Profil einfach ganz gut passt. Wir haben uns nämlich überlegt, wir wollen nicht so mega viel ändern. Wir haben eine Änderung vorgenommen im Profil, nämlich, dass jede von unseren Figuren 2 Lebenspunkte hat für dieses Szenario. Denn das wird wahrscheinlich ein ziemliches Nahkampfgematche. Sally ist auch nur ausgerüstet mit einer Scrap Armor, damit sie +1 Defense hat. Damit ist sie bei Defense 7. Sie hat eine leichte Waffe, einen Light Weapon, und dieser hat das Masterwork Upgrade. Masterwork Upgrade heißt, der Weapon gilt als balanced, also ausbalanciert, was mir +1 auf Melee gibt. Dadurch komme ich insgesamt dann auf Melee 5, wenn ich damit zuhaue. Und die Sache ist, man sieht es auch sehr gut am Modell. Natürlich ist es eine meisterlich hergestellte Waffe. Es ist nämlich die Bratpfanne des Todes. Wurde in monatelanger, wenn nicht jahrelanger, Kleinarbeit von einem Japaner, man würde heute wahrscheinlich sagen, sowas wie so ein Samurai-Schwerter-Schmied-Typ, Katana-Schmied, das wissen die natürlich alles nicht, es ist auf jeden Fall ein komischer kleiner Hutzel-Japaner, der hat über Monate diese Bratpfanne hergestellt, das Stahl immer übereinander und noch eine Schicht und noch wieder gefalten, Legierung, über Jahrtausende übermittelte Stahllegierung. Man weiß auch gar nicht, wie oft. Man weiß nur, das ist eine meisterlich hergestellte Bratpfanne. Rostet trotzdem. Ja. Aber vielleicht geil. War der Typ auch ein Betrüger. Man weiß es nicht. Also, hast du ein paar Werte für die alte hier? Ja, also Move 5, Melee eigentlich 4, aber +1 durch diese supergeile Waffe. Das heißt, wenn ich mit dieser Waffe im Nahkampf zu, habe ich Melee 5. Ranged 5, relativ Standard. Stärke 5, auch Standard. Metal 5 ist nicht so geil zum Aktivieren, aber ist nun mal so. Und 2 Lebenspunkte. Zusätzlich zu den beiden Sachen, also der Scrap Armor und dem Light Weapon, hat Sally auch noch ein Small Blade, also so ein kleines Messerchen dabei. Aus folgendem Grund, einmal muss er auch mal immer mal ein bisschen was schneiden, was da in die Pfanne kommt. Ein Äpfelchen. Und das Small Blade kann man auch werfen. Das heißt, man könnte es ein einziges Mal einsetzen wie eine Schusswaffe, also 6 Zoll Reichweite, ist jetzt nicht so Knaller, und wenn weg, dann weg, würde ich sagen. Ne? Also, was ist denn das für eine Stärke dann? 4, 6, also jetzt nicht so geil. 4, 6, nicht so geil. 6 natürlich schon geiler als 4. Ja, aber irgendwie so, ne? Gut. Das war Sally. Das war Sally, mehr kann die nicht. Also ich spiele heute hier, Jungs, das ist Bernd. Bernd ist ehemaliger Trucker. Und er ist ein Lugger, also Luger Lugger vom Profilwert, auch aus der Caravan Warband entnommen. Ja, und Bernd hat sich der Mutter angeschlossen
Ja, die Werte kann ich eigentlich nur dazu sagen, weil der hat jetzt nicht hier irgendwie sowas Edles, hier so wie die Mutter, weil Mutter ist ja auch irgendwie schon länger dabei und kriegt auch immer was Kohle und so zuhältermäßig kriegt er immer Kohle. Er nicht, er hat jetzt einfach nur, weil er schon ziemlich breit ist, irgendjemand mal eine richtig geile, fette Nahkampf-Axt abgenommen. Der Bernd ist Brute, das heißt groß, hat eine Heavy Weapon. Durch das Brute wird das wieder ausgeglichen, dass ich da nicht einen Minus auf Melee bekomme. Ne, auf den Metal-Wert. Ne, ich meine sogar auf Melee. Sogar auf Melee? Ja, ja, also das, ne, gucken wir gleich nochmal. Im Nahkampf wird man normalerweise mit einer schweren Waffe dann schlechter treffen, er nicht. Also er kriegt da keinen Abzug, der schwingt die wieder. Weil er halt, weil er voll fett ist und so und groß und hin und her. Ist Dump, also der ist ziemlich behindert im Kopf, also blöd. Also auf Intelligenztests, sowas wie Sprechen, Hacken, keine Ahnung, kriegt er immer einen Minus 2 Abzug. Also ein Abzug von minus 2, so, weil minus 2 Abzug wäre plus 2. Genau. Ja, ausgestattet ist er mit einer Scrap Armor, das ist ein auf Nahkampf. Hat die schwere Waffe, wie schon erzählt. Zwei kleine Blades, also dass er vielleicht auch synchron mal damit rumhacken kann oder zweimal werfen. So, die normalen Werte von ihnen sind 5 Move, 6 Mini, 3 Range. Strange ist die 5 und Metal ist 5. Ja, 2 Lebenspunkte. Sehr geil, Mini 6. Also das ist schon eigentlich ein ziemlich geiler Nahkämpfer so. Ja, ist halt eine harte, dicke Sau, ne? Ja. Ja, also, ja. Wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber ihr wisst ja vielleicht, dass man normalerweise immer 4 Leute ins Wasteland schickt. Und, ne? Wir machen jetzt die Geschichte weiter. Ah, ja, jetzt genau. Kommt auch wieder ein kleines Szenario hier eingespielt mit verstellten Stimmen. Für euch. Wir geben alles, Jungs. Boah, ist das warm. Ich stehe hier wieder mit meinem Waffenständer und ich glaube, das habe ich gerade schon erzählt. Vor zwei Jahren abgehauen. Von dem Schrottplatz, wie ihr vielleicht wisst. Da kam nämlich die Kannibalenfamilie und Kannibalmutanten, ja, und jetzt bin ich hier. Dumm-di-d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 umm. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Oh! Werter Herr! Wer seid denn ihr? Was traget ihr für Schriftrollen unter dem Arm? Was bist du nur für eine verkackte alte Schlampe? Außerdem stinkst du aus deinem Eimer hinten auf dem Rücken. Moment, mein Freund, jetzt pass mal auf. Ist das der Bernd? Nee. Ach, das ist die Alte. Ja. Okay, der Alte hat doch was zwischen den Beinen. Jetzt pass mal auf, mein Freund. Nicht in diesem Ton. Genau, wenn die Mutti sagt, hier halt die Fresse, dann hast du die Fresse zu halten, ist doch klar. Ja, würde ich auch sagen. Aber folgendes, wir hatten einen schlechten Start. Wir sind aber freundlich zueinander. Und deshalb, werter Herr, saht ihr unsere beiden Kameraden hier entlang kommen? Genau, wir suchen nämlich hier Fuzzy und den King. Habt ihr die gesehen? Also einer so ein komischer Spacko in so einem weißen Anzug und Fuzzy so ein kleines hübsches Mädchen. Würde ich gerne mal weghämmern, die Alte. Na Bernd, was sagst du denn? So, ich weiß jetzt nicht, wovon ihr hier redet. Ich habe hier gar nichts gesehen. Werdet ihr mich auch nicht hier überzeugen können mit eurem Rumgetue. Haha, überzeugen. Es wird der mieseste Bad-Rap, den wir je gemacht haben. Aber wir machen hier nicht einfach irgendwas, nein, sondern wir orientieren uns am Regelwerk und wir bringen hier Rollenspielelemente und rein. Was für Rollenspiele, wir haben Qualitäten, Wahnsinn. Wir lassen euch teilhaben, ihr singt hier quasi ein in diese Geschichte. Ja, sollen wir mal mit der Regelstimme sprechen kurz, damit der Zuschauer nicht zu verwirrt ist? Regeltechnisch ist es nämlich jetzt folgendermaßen.
Der Bat-Rap könnte jetzt losgehen. Das Problem ist, wir wissen ja jetzt noch gar nicht genau, was jetzt am Start ist. Ihr habt vielleicht die ein oder andere Info jetzt gerade schon bekommen. Es war auch so etwas wie Überzeugen im Raum. So, und jetzt kommt nämlich das Geile. Man kann ja in diesem Spiel sowas durchaus einbauen, was wir hier tun. Und es wird jetzt sicherlich auch verschiedene Möglichkeiten geben, den werten Herrn zu überzeugen, doch vielleicht seine Informationen preiszugeben. Denn so viel haben die beiden hier gecheckt. Irgendwas weiß der Typ wahrscheinlich. So, und er hat ja auch direkt gesagt, ich sage, so. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie wir den überzeugen. Hättest du da eine Idee? Also Bernd ist nicht so intelligent, der will ihm natürlich eine klatschen. Erstmal eine in die Schnauze. Und der war auch unfreundlich, das kann man ja verstehen. Ja. So. Der ist ja auch angenervt, weil es warm und so. Und muss die ganze Zeit die schwere Axt da schleppen, so halt. Ne? Nee, ich meine den Typ hier. Achso, der ist angenervt. Ja. Ja, da kauft ja keiner was. Nee, und seit kauft zwei Jahren ist er da. Der erzählt das auch jeden Tag. Immer genau, dass er jetzt schon seit zwei Jahren da ist. Ja, und es ist, zwei ist es auch warm. Ja. Ja. So, und jetzt könnten wir dem natürlich vielleicht eine reinhauen. Strange-Werte vergleichen oder so. Wir könnten natürlich auch, weil das ja immer diplomatisch vorgehen. Mit Charisma. So. Genau, mit Charisma ihn versuchen, den werten Herrn doch vielleicht davon zu überzeugen, seine Informationen preiszugeben. Es geht möglicherweise um Leben und Tod. Wir wollen unsere Freunde wiedersehen. So die Nummer. Das geht natürlich mit einem Intelligenz- oder Redetest. Und das Spiel, wir haben ja vorhin so ein paar Stats vorgelesen, Metal deckt ganz vieles ab. Also sowas wie Intelligenz, wie Sprechen, so Sachen halt. Vielleicht versuchen wir es erstmal auf die diplomatische Art, ihn zu übersprechen. Das Problem ist, wir haben jetzt nicht so die geilen Typen hier. Also wir haben Metal 5 beide. Das heißt, entweder versucht Bernd jetzt seine Redekünste einzusetzen. Und er ist Händler, er hat einen viel krasseren, weil er ist immer am Labern. Der labert sowieso den ganzen Tag. Da muss dagegen werfen. Also er hat locker mal eine 7, Junge. Ja, ich denke auch. Weil der durch jahrelanges Labern ist der voll geschult im. Ja. Ich meine, der steht da ja auch schon zwei Jahre. Ja. Und davor war er ja auch schon. So. Also jetzt kurz dazwischen, ich klatsche, wenn du uns siehst. Nein, warte, Bernd, das können wir auch anders diplomatisch stellen. Okay. Wir brauchen kurz den zweiten W10 für den Händler. Wir sind jetzt gerade quasi mittendrin. Ja, wir lassen euch live teilhaben. Und folgendermaßen wird es gleich sein. Der hellblaue Würfel ist der für den Händler. Der dunkelblaue ist der für Sally. Sally hat einen Metalwert von 5, der Händler einen Metalwert von 7. Wir würfeln also beide den W10 und der Händler kriegt plus 2 auf seinen Wurf, weil er ja nun mal um 2 besser ist, so redetechnisch und ne, so. Also mal gucken, ob von überzeugt. Das Händler? Ja, nee, eigentlich andersrum. So, aber dann mal Händler. Okay, Sally wirft eine 3. Oha, bei mir plus 2. Ja, das ist eine 4. Ja. Das heißt... Nicht überzeugt. Nee, Kollege. Nicht wirklich. Jetzt probiert es meiner nochmal. Ja, also das hat nicht geklappt. Das heißt plus 4 jetzt für den Händler, gleich weil ich minus 2 habe, weil ich dumm bin. Also er versucht nochmal zu überreden. Ja, ich dachte, ja. Er will ihm direkt jetzt eine klatschen. Nein, erstmal, er versucht jetzt auch mal so wie sie, aber... Okay, ne? Aber er hat es halt nicht so drauf. Er hat eigentlich Metal 5, bekommt aber minus 2 wegen dem Damm. Das heißt, diesmal ist hellblau Bernd. Ja. Und dunkelblau der Händler. Das heißt, der Händler kriegt plus 4 auf diesen Wurf. Hat aber nur eine 1. Eine 1. Yeah! Der Bernd hat den, der wahrscheinlich hat er sich so dumm gestellt, dass der so verwirrt war. Der hat ja wahrscheinlich so, ich kann da gar nicht, so dumm ist er, ich kann da gar nicht nachmachen. Und der hat dann, nee, der war so angehalten. Er hat sich ausgehalten, diese Dummheit. Und ja, der fängt jetzt an zu erzählen, ne? Er hat es geschafft, also. Ja, der Test ist bestanden. Also Bernd so, lass mal meinen Fuß raus. Und er so, ja, ich darf es eigentlich gar nicht erzählen. Aber hier wohnt ein verrückter Arzt die Straße runter in seinem komischen Gebäude. Und der hat so ein Haustier und es hat ihm hat so zwei Säcke hinter sich hergeschleppt. Ich glaube, da waren zwei Personen drin. Und der Mann heißt Dr. Hans Folter. Ja, okay, wo können wir denn da hin? Ja, die Straße runter. Wo müssen wir da lang? Ja, die Straße runter. Bernd, jetzt guck doch mal! Okay, runter gucken hier. Ah ja, okay, ja gut, komm, wir gehen. Ja, jetzt gehen wir los, oder was? Genau. Und an dieser Stelle startet unser Spiel und ihr seht vielleicht, wenn ihr die Straße runter guckt, das Gebäude, das in Verbindung mit dem Szenariotitel Schlachthaus des Grauens. Wer weiß, ob das das Schlachthaus ist?
Ich hätte da eine Vermutung, aber wir müssen einfach mal gucken, wie es sich jetzt so entwickelt. Ja, mal schauen, wie es da abgeht. So, die beiden gehen ja jetzt los. Das macht der Dilly jetzt mal. Der spielt jetzt hier gerade mal beide Figuren, weil ich will euch dann dazu noch mal ein bisschen das Spielfeld zeigen. Also, Dilly läuft los, ne? Genau, beide Figuren würde jetzt heißen, wir müssten eigentlich würfeln, wer zuerst aktiviert. Da das Ding aber, da beide Figuren, also beide Charaktere aus einer Warband sind, mache ich das jetzt einfach mal ohne zu gucken. Ich schaue aber, ob Bernd erfolgreich aktiviert wird. Metalwert 5, da gibt es keinen Abzug. Er hat eine 1. 5 plus 1 ist 6, nicht erfolgreich aktiviert, eine Aktion. Also 5 Zoll Bewegung, Bernd geht hier hin. Wären die Freunde nicht in Gefahr, könnte man jetzt zum Beispiel das Auto vielleicht looten und gucken, ob da schon spannende Sachen sind. Aber gibt eine andere Vorgabe, wir müssen unsere Freunde retten. Unsere Freunde, die nämlich hier in diesem Haus sind. Mit einer 10 erfolgreich aktiviert, hat 2 Aktionen, hat also eine 5er Bewegung und ich gehe direkt nochmal eine 5er Bewegung. Ich gehe aber nicht vollständig 5, weil wer weiß, was hier passiert. Sie ist ja ein bisschen ängstlich, Bernd muss immer in der Nähe bleiben. Das wäre gewesen Runde 1. Wir könnten jetzt den Zombie zufällig bewegen. Das Problem ist bei dem Zombie, er wird über 12 Zoll entfernt sein, ansonsten wird er sich drauf zubewegen. Ja, ist über 12 Zoll entfernt. Nur, er ist ja sowieso ein wenig eingeschränkt in seiner Bewegung. Und er hat gelernt, durch Schläge auf den Hinterkopf, dass er sich in diesem Bereich hier aufzuhalten hat. Und er steht schon ganz vorne, deswegen bewegen wir ihn jetzt einfach mal nicht, sondern zocken hier weiter. Ja, obwohl die Schnur nicht ganz gespannt ist, aber das ist ja, habt ihr ja gerade mitgekriegt, mein Fauxpas gewesen. Ich habe sie ja abgerissen, aber die ist jetzt schon voll auf Spannung. Also, der kommt nicht weiter hier, ne? So. Also im Prinzip jetzt Runde 2, wenn man so will. Bernd versucht zu aktivieren, braucht eine 5 plus. Hat er, hat 2 Aktivierungen, wird sich einfach nur 2-mal bewegen. Einmal 5 Zoll. Nochmal 5 Zoll. Dann steht er bereits hier. Der Zombie, okay, nicht ganz. Weil Zombies immer nur eine Aktion. Hätte er die Leine nicht, könnte er trotzdem noch nicht angreifen, weil er nur eine 5er Bewegung hat. Richtig. Sally? Aktiviert nicht erfolgreich, hat nur eine Aktion, kommt jetzt aber ganz gut hin, steht sie halt ein Stück hinter Bernd. Ja, der Zombie natürlich hier voll auf Spannung jetzt und wartet. Der ist auch schon voll aggro, weil der will den jetzt irgendwie. Ja, der will jetzt beißen halt, ne? Also deswegen können wir jetzt schon wieder weitermachen. Wir könnten, jetzt könnte man taktisch überlegen, okay, wir sind hier auf 6 Zoll. Man könnte jetzt dem schon so ein Small Blade ins Gesicht versuchen zu werfen, aber wer weiß, was uns noch im Haus erwartet. Also ich würde jetzt einfach... Ich habe aber 2. Du hast 2. Ich habe jetzt Bock, dem das voll ins Auge zu pfeffern. Ja. Weil ich weiß ja nicht, was mich im Haus erwartet, aber das ist ja schon mal ein Zombie. Der muss außerdem ist das der Bernd, Junge. Der, ja, genau. Der macht jetzt nicht hier groß, vielleicht ist da gleich noch was. Der sieht so einen Typen und der will jetzt... Der hat das Ding eh schon in der Hand, weißt du? Genau. Hier die Axt, da das Ding in der Hand und jetzt geht das gleich los. Wir müssen deshalb würfeln, das kannst du auch mal selber machen, ob du erfolgreich aktivierst, weil wenn das Messer geworfen wird, ist es quasi wie eine Schusswaffe. Das heißt, wir müssen über den Ranged-Wert gehen. Genau, Range 3. Und das ist ziemlich scheiße, ist mir gerade mal aufgefallen. Also wäre es vielleicht cool, wenn er sich zumindest konzentriert und dann wirft, dann hat er wenigstens Ranged 5, was ja schon jetzt nicht so kacke ist. Ich schaue noch mal ganz kurz nach den war Stats von dem Messer. War das 2 plus? Das war doch nur 1 plus. Konzentriert ist 2 plus. Oh, das ist aber geil. Ja, das heißt, ich brauche... So, da sind wir wieder. Akku gerade, ja, hat den Geist aufgegeben. Boah. Wir versuchen das hier echt cool für euch zu machen. Wir hoffen, ihr habt auch Spaß. Alles. Ja, wir geben alles, aber naja. So. Wir haben dafür inzwischen... Übrigens, ich war für euch. Ne? Jetzt geht das wieder los. War für euch war ich beim Friseur. Ja, weil ich mache immer... Wenn ich ins Fernsehen komme, versuche ich das hier immer für euch zu machen, dass ich hier gut aussehe. So, ich war auch beim Friseur und jetzt Vollgas. Also, wir haben inzwischen mal die Stats für euch. Und beim Messer ist es so, wenn man das wirft oder auch im Nahkampf, ist das Stärke des Trägers plus 1. Aber ich habe das ganz neu, das war vorgestern. Ich mach den jetzt mal die Kamera aus. So. Also, Stärke plus 1. Müssen noch mal beim Thema bleiben. Ja, das, also, heißt, du hast eigentlich eine Stärke von 5, wenn du das Messer einsetzt, hast du eine Stärke von 6.
Man müsste jetzt streng genommen noch eine Zweihandwaffe ist zweihändig geführt, mit einer Aktion die Waffe wegstecken, Messer ziehen. Das hat er aber gerade schon alles gemacht, weil so, ne? Du musst jetzt aber mal würfeln und gucken, ob du den erfolgreich aktivierst. Denn wenn du das nicht schaffst, dann ist nichts mit konzentrieren. Junge. Also wir gehen jetzt nicht über den Range-Wert. Eigentlich doch. Ja, zum Treffen doch, aber klar. Erstmal, ja, aber aktivieren. Du musst ihn erstmal aktivieren. Und zu gucken. Ja, das, ich war jetzt durch diesen Break durch der Batterie und du sagst, das hat er gerade schon gemacht. Na, warst du wieder beim Friseur. Genau. Ja. Also jetzt einfach mal gucken, ne? Ja, erfolgreich aktiviert, weil Metal 5. Ja, und wir haben ja gerade gesagt, er hat schon weggesteckt, also kann er jetzt einfach sofort Gas geben. Genau, er hat jetzt einfach zwei Aktionen, Messerchen ist in der Hand. Geil. So. Also erste Aktion, konzentrieren. Genau. Zweite Aktion, Fernkampf. Fernkampf, 5 plus. Genau, denn er hat einen Ranged-Wert von 3 plus 2 fürs Konzentrieren. Das ist ein Crit, also eine 10. Der heißt immer ins Auge, so wie Bernd es vorhatte. Jetzt müssen wir halt nur gucken, ob ins Auge beim Zombie auch was bringt. Ja. Weil Stärke 6 gegen Zombie hat eine 7. Defense von 7. Ja. Ich würfel mal den Zombie mit Blau. Ja. Machst also mit Hellblau. Oh, geil. Ja. Bis Gleichstand hat der Zombie einfach nur Messer im Auge, würde ich sagen. Aber nichts weiter passiert. Ja. Und der hier so, mein Messer, so eine Scheiße. Oh, fuck. Ja, alle Aktionen verbraucht. Jetzt gucken wir mal, was die Mutti macht. Nicht erfolgreich aktiviert, eine Aktion. Mutti geht auf jeden Fall, da sie ja mitgekriegt hat, er kann nicht angreifen, ist er angekettet. Kann ich schön nah rangehen. Richtig. Geht hier hin, könnte nämlich dann zum Beispiel in der nächsten Runde chargen, direkt draufhauen, wenn sie in zweiter Aktion noch mehr draufhauen oder so. Ja. Okay, schade ums Messer, das ist jetzt weg. Und ist dran. Genau, der Zombie kann ja nichts machen. Der bewegt sich da natürlich auch nicht weg, ist dann hoch. Ja, und weil er halt eh nur in eine Richtung will und nicht hier random durchschleicht, weil unter 12 Zoll, kann er halt nichts machen. Er ist einfach so auf kürzester Strecke und ja. Jetzt in der zweiten Runde ist die Frage, willst du wieder zuerst Bernd aktivieren oder sollen wir zuerst die Mutti versuchen und chargen? Oder willst du das zweite Messer auch mal werfen? Nee, ich werde das gleich versuchen. Also wenn ich zwei Aktionen hätte, würde ich erstmal versuchen rein zu chargen, einen Angriff zu machen und dann kriegt die Mutti nochmal einen auf Metal drauf. Das ist drauf. Eine sehr gute Idee. Dann guck doch mal, ob der Bernd erfolgreich aktiviert. Tut er. Ja. Also einmal hin und direkt charge. Und einmal charge, genau. Und haut dann direkt drauf. Genau, weil man ja beim Charge eine Attacke automatisch kriegt. Der Bernd hat einen super geilen Melee-Wert von 6. Ein Zombie hat einen Melee-Wert von 4, bin ich mir recht sicher. Jetzt nicht nachgucken, aber ich bin mir recht sicher, der hat 4. Das heißt, plus 2 auf des Pfeifes Wurf. Okay, es ist eh ein Crit, der könnte nur durch einen Crit verhindert werden. Genau. Ist aber nicht, das heißt, du triffst den Zombie. Du hast eine Stärke von 5 Basis, aber plus 2 für die schwere Waffe. Stärke 7, Zombie hat Defense 7. 3 gegen eine 8. Das geht leider nicht. Das heißt, Mutti muss es richten mit der meisterhaften Bratpfanne. Mutti aktiviert erfolgreich. Erste Aktion Charge. Damit kann sie auch direkt einmal zuhauen. So, die Mutti hat nun einen Melee-Wert von 4 plus 1 für die Waffe, bekommt aber jetzt plus 1 für den Bernd, der noch im Base-Kontakt ist. Das heißt, jetzt gerade habe ich auch Melee 6 gegen Melee 4 vom Zombie. Also plus 2 bei mir. Wäre eine 6. Okay, ich treffe. Hast du geschafft? Ja. So, ich habe allerdings nur eine Stärke von 5. Eine leichte Waffe gibt plus 1 Stärke, also habe ich Stärke 6 gegen Defense 7. Hast du denn geguckt, weil Meister nicht geschmiedet? Irgendwie? Ja, das bringt mir nur das Ausbalancierte. Ich hätte den, also ich bekomme plus 1 auf Melee. Achso. Sonst wäre ich ja noch schlechter. Gibt keinen Bonus auf Treffen oder also auf Treffen schon. Reroll oder sowas? Nee, leider nicht. Hatte ich gedacht, stimmt aber nicht. Schade. Okay, das heißt, meine Stärke 6 gegen das Widerstand 7. Zombie plus 1, okay, damit genau wie gerade aus. Gleichstand. Ah, jetzt ist der Zombie dran, Junge. Wer ist sauer? Genau, das Gute ist, Zombies haben immer nur eine Aktivierung, wie ihr vielleicht schon wisst aus den Bat-Traps. Und deswegen werden halt beide 2 Lebenspunkte, weil sonst wäre das vielleicht ein bisschen hart. Wir müssen aber gucken, ob der Zombie trifft. Wir werden es random machen, wen der Zombie angreift. Ja, gerade, ungerade. Genau, gerade Sally, ungerade Bernd. Okay, Sally wird angegriffen. Der Zombie hat einen Melee-Wert von 4. Sally hat einen Melee-Wert von 6 gerade, wegen plus 1 im Base-Kontakt. Ja. Das heißt, Sally plus 2, ich mach Sally, ist eine... Okay, der Zombie trifft. 7 gegen 5. Der Zombie hat eine Stärke
Na, die muss ich doch trotzdem eben nachgucken. Da bin ich mir immer unsicher. Ich meine, die ist nicht so geil. Ich meine doch, ich glaube, der hatte Stärke 6 sogar. Ja, ich meine, das Defense war nur so geil. Bei oder ich vertue mich da mit den Trocks. Mini 4 war richtig, Stärke 5. Stärke 5, ja. Okay, Stärke 5 gegen meinen Defense. Verzeiht mir die Türen. Noch nicht angepasst, aber man könnte ja auch denken, was könnte man da denken? Es sind halt, man sieht auf jeden Fall, dass die Türen aus anderem Material sind als das restliche Haus, weil es hohe Sicherheit. Dr. Hans Folter hat sich da irgendwas Komisches überlegt. Ja, auch mit ganz neuen Materialien wahrscheinlich. Ja, kennt man gar nicht. Nee. Denn wahrscheinlich ist das nur das Innenleben einer Milchtüte aufgeschnitten und dann das weiße Innenfutter nach außen draufgeklebt, weil es ja so schön glänzt. Ja. Und durch die Strahlung im Wasteland hat sich ergeben, dass das so ultraresistent ist. Dadurch hat er herausgefunden, aber das, das wissen wir alles nicht. Das ist also ist eine Idee. Vielleicht ist es so. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, der Zombie hat Stärke 5. Ich habe einen Defense-Wert von 7, weil 6 Base und plus 1 wegen der Scrap-Armor. Also kriege ich plus 2 auf meinen Wurf. Okay, das ist sehr geil. Gut, ich bin nicht verwundet worden. Das heißt, der Zombie hat quasi in die Bratpfanne gebissen, dabei einen Schneidezahn weiterhin verloren. Boah, und Messer wird noch sauer. Ja, der wird immer sauer, der ist total sauer. Ja, mal eben meinen Tee holen. Ich aktiviere da jetzt dann nochmal den Kollegen hier. Oh ja, super Aktivierung. Das Geile ist, da du eh Mini 6 hast, hast du jetzt sogar Mini 7, weil ich ja noch im Base-Kontakt bin. Also kriegst du plus 3 auf deinen Wurf. Ich mache den Zombie. Zombie hat eine 5, du hast eine 4 plus 3 ist 7. Aber habe ich geschafft. So, soweit waren wir schon mal. Stärke 7 gegen Widerstand Stand 7. Oh, leider nicht. Eine Scheiße. Gleichstand heißt immer zugunsten des Verteidigers. Aber du hast ja noch eine Aktion. Kannst du nochmal drauf? Ja. Schaffe ich. Ja, natürlich. Das schaffst du locker. Jetzt bei Stärke, gleiche Wert. Oh, fuck, schon wieder. Mann. Links. Leider zu. Okay. Natürlich hat es Bernd irgendwie, das ist jetzt rollenspielerisch erzählt, irgendwie geschafft, nachdem er das Messer geworfen hat, sofort die Axt wieder zu ziehen, weil die Aktion haben wir nämlich vergessen. Der hatte, brauchte gar keine Hände, weil Bernd hat den Superskill, der hat das wie so ein Pirat, so, zwischen den Zähnen, und der hat das Messer ja gespuckt. Und da er ja deswegen auch nur 6 Zoll, sonst wäre der viel weiter gekommen. Ja, klar. Außerdem, da er Brute ist und das Zweihand-Ding wie eine Einhandwaffe schwingt, Junge, alles gar, scheiße, gar kein Problem. Ja. So, Sally, mal gucken, ob sie aktiviert erfolgreich. Tut sie nicht. Eine Aktion. Ich versuche den zu treffen mit Mini 6. 3 plus 2 ist 5. Du musst einmal würfeln. Ich habe ihn getroffen. 5 gegen 3. Ich habe Stärke 6. Den Widerstand 7 plus 1. Ja, das reicht aber. Ja. Weil 2 plus 1 einer ist 3. Drüber. Einer drüber. Das heißt, der Zombie ist gekillt. Geil. Wir schreiben jetzt gerade nicht auf mit Erfahrungspunkten und Dings, das ist ja so. Ne? Das ist ja wieder so ein schnelles Game. Genau. Okay, das heißt, unsere Runde ist an dem Punkt aber zu Ende, weil beides ist komplett aktiviert. Richtig. Und jetzt beginnt die nächste Runde. Möchtest du zuerst oder soll ich? Ja, ich habe auch schon eine Idee. Okay. Einen Würfel bitte. Achso, da liegt einer, sorry. Ich aktiviere Bernd. Das ist eine Aktion. Okay. Die eine Aktion ist, also der ist ja hier bei uns gestorben. Bernd reißt sich hier, nimmt das Kabel in die Hand und macht ihn in einem Stärkewert, reißt er einfach mal an dem Kabel. So, hier, Mutti, was machst du da, was machst du da? Halt die Fresse, Bitch. Ja, er zieht jetzt einfach an dem Kabel. Stärke, ne, muss ich ja jetzt hier werfen? Kannst genau, du mal meinen Wert sagen? Er hat Stärke... Moment, Bernd, er hat Stärke 5 unmodifiziert, da bringt ihm seine Waffe jetzt auch nichts. Ne? Ja. Das heißt, du müsstest, um auf eine 10 zu kommen, jetzt könnte man überlegen, das ist wieder geil, da haben wir wieder Moment, so ein Ding wir vom haben sowas. Nee, aber wir haben doch sowas gemacht mit Fenstern öffnen. Wir haben das wir haben das so gemacht. Normalerweise ist ein Test so ähnlich wie bei dem Aktivieren. Du musst immer auf eine 10 kommen. Ja? Ja. Das heißt, wenn du eine 5 hast, musst du noch eine 5 würfeln, bis du auf 10, dann hast du es geschafft. Man kann diesen Wert von 10 natürlich ein bisschen anpassen. Das gibt es zum Beispiel bei den Survival-Tests. Wenn etwas besonders verstrahlt ist, dann muss man Survival-Test nicht gegen die 10 machen, sondern zum Beispiel gegen die 12 oder so. Jetzt könnte man ja sagen, er hat zwar nur eine unmodifizierte Stärke von 5, aber laut Profil hat Sally auch eine unmodifizierte Stärke von 5.
Ich denke aber schon, dass Bernd ein bisschen stärker ist. Deswegen könnte man jetzt zum Beispiel sagen, Bernd schafft diesen Test schon gegen eine 8. Also er muss nur auf eine 8 kommen, statt auf eine 10. Und Sally müsste auf eine 10 kommen, weil die ist dann nicht so stark. So würde ich persönlich das jetzt machen. Also sagen, er muss einen Stärkewert machen, er hat Stärke 5, aber er muss nur maximal eine 8 schaffen. Das heißt, auf 3 plus auf dem W10 würde er schon schaffen, an dem Ding zu reißen. Hat er geschafft. Ja. Also er reißt wie ein Wilder an diesem Seil. Und dadurch reißt er diese geil weiß verplattete, ultrastabile Tür auseinander. Was für ein Wunder. Wer hätte das gedacht? Wer hätte ich also nicht. Hm? Ja. Sagenhafte Rollenspiel Skills. Es sind Skills. Einbauten hier von uns. Na? Ja, okay, so. Tür ist auf. Ich kann mich in der Runde aber noch aktivieren. Er hatte ja leider nur eine. Ich guck mal, was sie nur die kann. Sie hätte 2 Aktivierungen. Sie wird Folgendes machen. Also ich meine, 5 plus 5 Zoll, insgesamt 10 könnte ich laufen. Ich laufe einmal die 5 Zoll und ich laufe nochmal, aber nicht 5 Zoll, sondern ich gehe hier an die Tür und riskiere mal einen Blick ins Innere. Oh, einen Blick ins Innere. Ich hoffe, ich kann das hier mal so ablegen. Na? Oh, was haben wir denn dort? Ja, vielleicht können wir ja mal so nah rangehen, dass wir ungefähr die Sicht von der Mutti haben, denn... Stimmt, sie sieht ja eigentlich nur das. Genau, und wenn das für euch nicht so ganz gut rüberkommt, sie schaut einen Flur herunter, sieht zu ihrer Rechten einen wahrscheinlich Nuka-Cola-Automaten. Sie sieht des Weiteren eine türkisfarbene Tür oder eine grünfarbene Tür, je nachdem, und eine blaue Tür. Mal eben noch vor dem Game hier super geil bemalt, wie ich finde, auch so mit diesem weichen Übergang. Ja, und das Weathering ist mega. Aber was erspäht sie da sonst noch? Eine rote Tür zu ihrer Linken, direkt neben einem, was ist es, ein Plan, ein Schaltplan, ein Lageplan. Auf jeden Fall wirkt es wie etwas, was recht neu ist, dahin gemacht wurde und nicht, als wäre das schon ewig in diesem Haus gewesen. Die Türen übrigens wirken im Gegensatz zu dem Nuka-Cola-Automaten auch neu. Also das scheint alles irgendwie nicht wirklich zu diesem Haus zu gehören. Also es ist irgendwie was Eigenartiges, Neues. Mehr kann man zu diesem Punkt nicht sagen. Also mehr sieht sie nicht. Andere Eindrücke hat sie nicht. Das heißt, die Runde ist jetzt... Oh nein, Moment! Es passiert noch was. Was passiert denn da? Sie hört ein Geräusch. Denn in dem Moment, wo die Türen aus den Angeln gerissen wurden durch Bernds wahnsinnige Stärkeaktion, hört man gedämpft aus dem hinteren Raum ein leises Wimmern. Ein leises Wimmern. Wehklagen. Ein Wehklagen. Ein Hilferuf. Ein verhaltenen Hilferuf. Weil einmal, es wird alles sehr gedämpft. Läuft ungefähr so. Ne, das hört sich nicht an wie gedämpft. Mach nochmal. Gedämpft. Ja. Wir nehmen das jetzt einfach als gedämpft. Ja. Viel mehr versteht man nicht. Doch Sally erkennt die Stimme sofort. Das erkennt sie auch durch gedämpft und über Kilometer hinweg. Wie ein Kind, was nach der Mutter ruft. Exakt. Und sie denkt sich so, diese Stimme kenne ich doch. Was ist denn da? Oh, mein Kind! Fussi. Warum das die beiden? Der alte Verrückte da vorne hatte recht. Tatsächlich ist es hier. Bernd, komm mal ran hier! Was ist los? Was ist los? Ja, ich habe Fussi gehört. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Wo ist Fussi? Und was sind das hier überhaupt für komische Türen? Was ist das überhaupt für komische Baumarkt? So schlecht lackiert. Die sind ja auch eigentlich nur lackiert. Zwar neuwertig, aber... Ich meine, man hat ja nicht viel im Wasteland, ne? Ja. So. Bernd, guck mal hier, wir müssen hier irgendwie rein. Ich habe Fussi gehört. Und dann kann King auch nicht weit sein. Hilfe, Hilfe. Guck mal den Plan. Den Plan. Was für ein Plan? Ich habe überhaupt keinen Plan. Ja, Bernd, dass du keinen Plan hast, das weiß ich jetzt. Aber schau doch mal hier. Sieht das nicht für dich aus wie ein Plan?
Nee. Nee. Aber für mich sieht es aus wie einer. Ich denke, diesen werde ich mir jetzt mal etwas genauer ansehen. Und so geht Sally in das Haus. Dummdi-dum. Steht jetzt vor diesem Plan. So. Mal sehen, was sie da entziffert. Ob sie in der Lage ist, diesen Plan zu lesen. Ich denke, ein Intelligenztest ist angesagt, weil sie muss das ja irgendwie verarbeiten. Ich meine, es ist das Wasteland. Sie war wahrscheinlich auf keiner Schule, vielleicht war sie doch auf einer. Wir werden es gleich per W10-Wurf rausfinden. Dann nehmen wir wieder einen ganz normalen, unmodifizierten. Sie hat einen Metal-Wert von 5. Würde Bernd das jetzt versuchen, hätte er einen Metal-Wert dafür nur von 3. Wobei, naja, er hat den vorhin überzeugt. Ne? Okay, also Metal-Wert von 5 gegen die 10 Würfeln. Das heißt, ich brauche eine 5+, damit ich erfolgreich diesen Plan verstehe. Oder entziffern kann. Okay, eine 9. Geil. Das heißt, die Mutti erfährt, also Sally erfährt über den Plan Folgendes. Ich hab's verstanden. Was hast du für eine Klammer? So. Mein lieber Bernd, schau mal hier. Wir haben 3 Türen in diesem Flur in 3 verschiedenen Farben. Um Zugang zu einer solchen Tür zu bekommen, brauchen wir die gleichfarbige ID-Karte. Da hier vorne eine rote ID-Karte zu hängen scheint und hier links neben mir eine rote Türe ist, würde ich doch mal fast ausprobieren, dass wir diese Karte auf diese Tür, diese ID-Karte auf diese Tür anwenden. Ja, Mutti, ganz schön viele Ideen. Nuka-Cola. Krieg eine, Sally. Frau Bernd, wir haben keine Zeit dafür. So, ich versuche mich jetzt heute, ich werde mich hier rühren, so eine Scheiße. Folgendermaßen geht es weiter. Jetzt kurz, weil ich kann nicht die ganze Zeit als Sally reden. Sie hat aus dem Plan Folgendes herausgelesen. Die Türen sind gesichert. Laut Plan sind sie so extrem gesichert, dass man weder versuchen kann, die einzureißen oder einzutreten oder zu sprengen. Es geht nur mit einer hoch ausgeklügelten Sicherheitskarte. Und die rote Sicherheitskarte, die rote ID-Karte, hängt hier. Sally geht die, also... Die hängt direkt am Plan, ne? Nee, stimmt, sie hängt sogar direkt am Plan. Ja. Sofort neben dem Plan. Und wahrscheinlich war noch so ein Pfeil drauf, so hier, rot oder so. Ja. Sally nimmt also diese Karte. Sie meint auch verstanden zu haben, dass diese Türen so ausgeklügelt sind, je mehr Gewaltenergie du auf diese Tür einwirkst, desto fester wird die. Das Material verhärtet sich oder so. Ja, sie hat ja diesen Intelligenztest bestanden. Das hat sie alles verstanden. Übrigens steht es auch unten alles klein gedruckt auf dem Plakat drauf. Aber sie kann ja nicht lesen. Ach so, okay. Deswegen das heißt, sie hat sich das mit der Idee. Sie hat irgendwo schon mal etwas von, also ein paar Buchstaben hat sie drauf. Im Englischen würde man wahrscheinlich sagen ID-Karte, aber sie hat irgendwo mal was so gehört, so Idee, so hä, keine Ahnung, so deswegen ist es für sie eine ID-Karte, rot. Okay. Sie hat es aber auch verstanden, ich meine, der Plan ist ja jetzt von Dr. Hans Folter sehr wahrscheinlich entworfen, der ist ja nicht so ultra kompliziert, weil wenn er ultra kompliziert wäre, hätte er nicht diese rote Karte dahin gehängt, direkt neben dem Plan in einem Pfeil dran. Also kann man sich vorstellen, wie hoch der Schwierigkeitsgrad ist von diesem Plan. Ja. So, Sally nimmt auf jeden Fall die Karte, wendet sie auf diese Tür an und siehe da, die Türe öffnet sich tatsächlich. So, und jetzt kommen wir wieder spieltechnisch, regeltechnisch, weil jetzt haben wir ja gerade hier wieder so einen mega Rollenspielpart gehabt. Diese Tür öffnet sich. Sally blickt in den Raum. Sie sieht auf jeden Fall an der Leiche angeheftet eine blaue ID, also eine blaue ID-Karte. Aber der Raum ist natürlich nicht ganz unbewohnt. Und um zu schauen, was genau wir in dem Raum haben, werden wir wieder folgendes Tool einsetzen. Man könnte jetzt eine der vielen Tabellen aus dem Regelbuch nehmen, wo es verschieden krasse Monster gibt. Wir bleiben aber mal bei der geringsten Tabelle und haben hier mal 4 Random Encounters. Einfach nur Rat-Zombies und eine Ratte, die verdächtig aussieht wie Spliffy die Killer-Ratte. Wo die wohl herkommt? Auf jeden Fall werden wir jetzt gleich ein W4 würfeln und eine von diesen 4 Gestalten spawnt in diesem Raum. Mit dem Öffnen der Tür. Dafür brauchen wir einen W4. War es eine?
Wir wollten zuerst, glaube ich, würfeln, ob wir... Aber wir waren am Anfang... Wir haben vorhin überlegt, ob wir einen WC nehmen und dann, ob wir zwei WC würfeln oder einen, dass wir das vorher erst auswürfen, ob es ein oder zwei sind, ne? Nee, wir hatten erst überlegt, ob wir einen W4er-Würfel nehmen. Den würfeln, die Augenzahl entscheidet, wie viele... Von dem jeweiligen Typ? Vier Zombies da drin, so, Raum total voll, total eng, stinkt wahrscheinlich auch, aber wäre geil. Aber ja, oder wir können das anders machen. Gerade ein Zombie oder zwei, ein Spawn-Typ auf, ja, ungerade, ne? Und auf gerade halt zwei. Ja, machen wir das so. Nimm doch mal da den W20 oder eigentlich egal was. Wir würfeln den auf ungerade, werfen wir zwei W4, auf gerade werfen wir nur ein W4. Ja. So. Auf gerade werfen wir nur ein W4. Okay, das heißt, da liegt der W4. Und das, was ein Ergebnis kommt... Das ist der W6, wo ist der W4? Achso. Ach stimmt, das ist eine komische Pyramide, ja. Nee, das ist der 3er. Nee, nee. Jo, das ist der 4. 1, 2, 3, 4. Soll ich einfach mal rufen? Ja. 4, ein Zombie. Cool. Erhebt sich gerade von diesem Sofa. Ja. Wankt noch kurz rüber zum Licht, schaltet es aus, weil irgendwie war da Licht, dreht sich um... Und er erblickt Sally. Sally, noch so ein Typ, weil sie erkannt hat, dass es ein Zombie ist. Und jetzt müssen wir wieder spieltechnisch anfangen. Während derweil noch am Kohleautomat. Genau, der steht jetzt ein bisschen scheiße und Sally steht jetzt auch scheiße. Wenn wir jetzt Bernd zuerst aktivieren würden, kann der da nicht rein. Also ich würde an deiner Stelle mich ja rückwärts verpissen, den erstmal ankommen lassen vielleicht. Damit er vielleicht an der Tür steht und wir beide angreifen können. Zum Beispiel. Taktik und so, ne? Okay, das heißt, machen wir doch einfach. Start der Runde, ich aktiviere Sally zuerst. Auf eine 5 plus Erfolg. Okay, ich hätte zwei Aktionen. Oh, du könntest ja auch reingehen und direkt auf die Fresse hauen. Mit zwei. Direkt chargen und dann mit der zweiten nochmal zuhauen. Und wenn du zwei Aktivierungen hast, kommst du vielleicht sogar dazu. Sollen wir einfach mal ein bisschen auf Risiko? Ja, machen wir. Ja, okay. Also erste Aktion, ich charge. Das Tool liegt gerade dahin, aber ihr seht selber, das sind wohl keine 5 Zoll. Ne? Also, ich charge den Radzombie, laufe über die Leiche und habe direkt damit verbunden eine Nahkampfattacke. Ähnliches Spiel wie gerade. Ich habe einen Melee-Wert nach wie vor von 5. Wenn kein anderer mit in Base-Kontakt ist, der Zombie hat einen Melee-Wert von 4. Das heißt, ich kriege plus 1 auf meinen Wurf. Ich würfel für Sandy. Ich habe nur 2. Du musst einmal würfeln. 2 wird zu 3. Ich habe ihn nicht getroffen. Zweite Aktion, Nahkampfattacke. Ich schlage zu. Okay, 7 wird zu 8. Das ist eine Kippe. Das ist eine 2. Hast du getroffen? Das heißt, ich habe ihn getroffen, ich habe eine Stärke von 6. Also 5 im Profil plus 1 für die meisterhafte Bratpfanne. Also minus 1 bei mir, wenn man so will. Eine 1 dadurch mit einem Crit, okay. Das heißt, ich habe ihn nicht verwunden können. Jetzt liegt alle Hoffnung auf Bernd. Bernd kann nämlich noch aktivieren in dieser Runde. Was macht Bernd? Also er muss erst mal gucken, ob er... Also Sally schreit natürlich, Arschloch, komm von diesem Scheißautomaten weg. So. Bernd, ich brauch dich hier, Mann. So, gehen wir mal davon aus, der hätte immer zwei Aktionen in diesem Moment. Aber würfe ich jetzt und aktiviere nicht richtig, hat er nur eine Aktion, weil er eine Aktion nochmal verbraucht hat, im letzten Moment doch nochmal vor diesen Automaten zu hauen, mit der Hoffnung, dass doch noch eine Nuka-Cola rauskommt. War auch so voll die Nervnummer, weißt du? Ist aber auch immer das Gleiche. Sie ruft ihn und jedes Mal, bevor der sich umdreht oder hört, macht er immer nochmal so einmal so einen kleinen... Irgendwas. Eigentlich nicht dazu gehört. Wenn er erfolgreich aktiviert, hat er endlich mal gehört, weil er gecheckt hat, dass wirklich gerade Not am Mann ist. Ja. So. Aber er hat es natürlich nicht verstanden. Also erste Aktion, dem Cola-Automaten nochmal eben einen mitgeben. Ja, oh, der Cola-Automat, oh, Moment, der Cola-Automat fällt auch um. Er hat jetzt auch keinen Bock mehr auf Coca-Cola. Und hat auch nicht funktioniert irgendwie. Jetzt muss ich jetzt wirklich mal gucken, ob das wirklich passt, weil das, ich muss ja um Mutti auch noch rum, du hast die Scheiße gestellt. Du hättest taktischerweise mehr an die Seite gehen müssen. 5 Zoll Charge, das, cool, das sollte doch mal gehen. Ja. Guck mal hier, da komme ich doch auf mit. Und wenn wir jetzt mal hier ein bisschen großzügig sind, normalerweise kann man ja nur angreifen, wenn man eine direkte Sichtlinie hat, aber er weiß, was Sache ist. Moody, Sally schreit und er charge da rein. Ja, er rennt rüber. Kommt erfolgreich in den Nahkampf. Hat damit jetzt... Weil mit Nahkampfangriff verbunden ist immer, also mit dem Charge eine Aktion, eine Schlagaktion.
Er hat einen Melee-Wert von 6 von 7, weil Sally noch mit dabei in der im Base-Kontakt ist. Der Zombie hat weiterhin von 4, das heißt plus 3 auf deinen Wurf. Mein 1 Gott. Wird zu 4. Zombie hat eine 8. Oh Gott, Alter, wie schlecht ist das? Zombie denn? Nicht verwundet. Das heißt, unsere Runde ist vorbei. Zombie ist dran. Hier gibt es noch nichts zu aktivieren, wir sehen auch noch nichts. Nein. Der Zombie ist dran. Selbe Spiel wie gerade auf gerade haut er auf Sally, auf ungerade auf Bernd. Es geht wieder auf Sally. Er hat einen Melee-Wert von 4. Sie hat jetzt gerade einen Melee-Wert von 6, weil ja einer mit dem Base-Kontakt steht. Das heißt, plus 2 bei Sally. Machst du den Zombie? Dann kann ich Sally machen. Sally hat eine Kippe. Eine 5 wird zu 7. Der Zombie hat eine 9. Trifft sie wahrscheinlich erstmal. Aber mal gucken, ob er sie verwunden kann. Denn sie hat Defense 7, der Zombie hat nur Stärke 5. 5. 3 wird zu 5. Oh oh, eine Verwundung. Das heißt, voll den Scheiß Biss abgekriegt. Sally verliert einen Lebenspunkt. Boah, Junge, das ist ja schon beim zweiten Zombie. Ja, richtig. So, erster Raum aufgemacht, direkt bam. Okay, das heißt, Sally hat noch einen Lebenspunkt. Aber die Runde der Zombies oder der Random Encounters ist vorbei. Wir sind wieder dran. Wen sollen wir zuerst aktivieren? Willst du? Also ja, Bernd. Bernd ist besser im Nachhinein. Ja. Außerdem, der hat gesehen, wie Sally jetzt gebissen worden ist. Das ist die, seine Mutter. Nee, ist es ja gar nicht. Aber egal, das aber ist so wie. Ist halt eine Olle, die ja auch bügeln würde. Ist ein Tracker, Junge. Die bügeln alles. Junge. Okay, ja dann. Yeah, okay. Junge. Zwei Aktionen. Nichts mehr mit Nuka-Cola. 9, der Zombie hat hier einen Würfel. Eine 3 und er kriegt noch Abzug, weil, beziehungsweise Bernd drauf. Also erfolgreich getroffen, Stärke 7, auf Widerstand 7 oder Defense 7. Das reicht. Der Zombie ist weg. Ja, der fliegt quasi. Aber volles Rohr, durch das Fenster durch. Kann der durch das Fenster fliegen? Warum müssen wir denn dann durch die Sicherheitstüren? Weil wir alle nicht ganz so intelligent sind. Okay. Wo eine Tür ist, die noch sehr gesaved ist, heißt es, muss man auch da durch. So. Da muss man auch da durch. Ich finde das nur logisch. Wir haben gerade vergessen zu erwähnen, was Sally noch gecheckt hat, ist, du musst die Reihenfolge einhalten. Also du kannst jetzt nicht, was sich ja durch die Farben natürlich auch ergibt. Auch ergibt, weil hier ist jetzt die blaue Karte. Ich wollte es nur nochmal sagen, weil der Bernd wird jetzt versuchen mit der blauen Karte. Ist das jetzt die blaue, die da liegt? Da liegt die blaue Karte. Genau. Er würde versuchen, genau mit der blauen Karte natürlich versuchen, hier diese grüne Tür zu öffnen. Ja, das geht aber nicht. Dafür die Farben. Ja. Und, genau, und die Mutter hat das halt gecheckt, dass irgendwie die gleiche Farbe zur gleichen Tür gehört und so. Okay, das heißt, die rote ID-Karte befindet sich bereits in den Händen der Mutter. Ich gucke mal eben, ob sie erfolgreich aktiviert. Tut sie nicht. Eine Aktion, das heißt, mit der Aktion hebe ich die grüne, nein, die blaue ID-Karte blaue ebenfalls Karte auf. Ja. Und so habe ich jetzt die rote und die blaue ID-Karte in meinen Händen. Und es geht weiter mit der nächsten Runde. Und da würde ich sagen, zocken wir jetzt erstmal, bis das nächste passiert. Oder? Ja. Und dann sehen wir uns wieder. Weil sonst artet das hier in einem ewig langen Video aus. Also bis gleich.